Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal bzw. dieser Playlist, wo es ja rund um die Themen Herrendüfte gehen soll. Ja, es ist Freitag, das bedeutet eine neue Runde Let's Talk steht an und heute möchte ich gerne mal das Thema aufgreifen, wann wird ja das Sammeln zur Leidenschaft bzw. zum Hobby, aber wie schnell kann es auch zur Sucht werden? Alles, was ich natürlich hier sage, ist meine persönliche Einschätzung und beruht nicht auf irgendwelchen Statistiken oder sowas, denn das ist einfach nur ein Thema, das ich gerne mal aufgreifen möchte und es mit euch diskutieren. Ihr erfahrt meine Meinung und ich möchte natürlich auch gerne eure Meinung erfahren. Wenn ihr neu auf dieser Playlist bzw. meinem Kanal seid, heiße ich euch recht herzlich willkommen. Vielleicht gefällt euch ja das Format oder meine Reviews. Schaut auch mal meine anderen Videos an. Gebt mir Feedback. Wenn es euch, wie gesagt, gefällt, würde ich mich über ein Like natürlich, aber auch über ein Abo von euch freuen. Aber beginnen wir und starten wir mit dem heutigen Thema. In der Community kursieren ja immer mal wieder, ich sag mal, Ikonen, die eine beachtliche, ja, quasi, ja, Ansammlung an von verschiedenen Düften haben. Das reicht von ganz günstigen Düften über Designerdüfte, Nischendüfte bis wirklich hochpreisige Nischen, ja, Exoten. Ich für meinen Teil muss sagen, ich habe ja ein Profil in so einer Community und da habe ich nochmal durchgeguckt und ich muss sagen, dass ich so um die 45 Parfüms besitze. Einige habe ich schon wieder verkauft, einige sind leer gegangen, aber ich kann so sagen, ich bin mit meiner Sammlung um die 40, 45 Flakons bzw. Düfte ganz gut in meinen Augen aufgestellt. Andere wiederum haben weit über 100, 200, 300 und teilweise, also ich denke, ich brauche den Namen nicht zu nennen, richtige Highlights haben dann weit über 1000 Düfte, die sie ihr eigen nennen können. Ja, 1000 Düfte, lohnt sich das für eine einzelne Person? Das kann man ja gar nicht, selbst wenn ihr jeden Tag einen neuen Duft tragen würdet, hättet ihr über 3 Jahre Zeit, jeden Tag einen neuen Duft zu tragen und seid immer noch nicht durch, wenn ihr am Anfang eurer Kollektion anfangt, bis zum Ende zu kommen. Das heißt natürlich, das wird in meinen Augen schnell zur Sucht. Das merke ich selbst von mir, wenn ich mal so auf verschiedenen Webseiten unterwegs bin und sehe ein Angebot, kann ich ja mich selbst kaum beherrschen und sage, komm, das nimmst du mit, das bestellst du dir einfach mal, obwohl ich ja eigentlich schon am Anfang, bevor ich das bestelle, weiß, wenn es 50 oder 100 Milliliter sind, das bekommst du kaum. Ja, aufgebraucht, aber ich bin jetzt auch so in der Phase, wo ich sage, ich kaufe mir einen Duft, vielleicht auch von einem anderen User quasi gebraucht, für einen guten Preis, teste es mal 1, 2 Wochen oder 1 Monat und sage und entscheide dann für mich, ja, er gefällt mir, den behalte ich in meiner Kollektion, in meiner Sammlung oder verkaufe ihn weiter, dass er einen anderen User glücklich macht und er ihn gerne weiterträgt. Wie handhabt ihr das? Wie groß ist eure Kollektion und ja, wann beginnt für euch die Sammelleidenschaft zur Sucht zu werden? Ich persönlich denke, man kann es nicht an einer Zahl festmachen, aber wenn zum Beispiel der Druck immer wieder nach Neuen zu suchen und immer wieder neue Sachen zu bestellen, obwohl man sie eigentlich gar nicht braucht, das ist für mich eine Sucht. Natürlich wird jetzt jeder sagen, das ist eine leidenschaftliche Sucht und ihr seid nicht gefährdet oder irgendwie sowas, denn das ist natürlich was ganz anderes, als dass ihr dem Alkohol, dem Tabak oder generell anderen Drogen verfallen seid. Aber nichtsdestotrotz setzt ja euer Hirn einen Reiz und sagt, das muss ich jetzt haben, das muss ich jetzt haben, ohne dass ihr rational an die Sache rangeht und sagt, Achtung, Stopp, ich habe ja genug schon in meiner Sammlung. Nein, es ist halt eine Leidenschaft, die immer mehr und mehr verlangt. Ich muss auch dazu sagen, natürlich habe auch ich in der Vergangenheit schon mal einen Fehlkauf getätigt. Und dieser nennt sich oder befindet sich in meiner Art
ist ein Bunkerflakon. Er liegt halt quasi in meinem Schrank und ich bin noch nicht so sicher, was ich damit machen soll. Wenn ihr mal ein Video sehen möchtet über meine Fehlkäufe, über meine schiefgelaufenen Blind Buys, dann schreibt mir doch unten in die Kommentare, dass ihr gerne so ein Format, so ein Video mal sehen würdet wollen. Und dann kann ich sicherlich das an einem Let's Talk Freitag Video mal einbringen. Ja, meine abschließende Frage jetzt von mir an euch. Wann ist für euch eine Leidenschaft zur Sucht geworden? Fühlt ihr euch süchtig nach Düften? Möchtet ihr kontinuierlich eure Sammlung erweitern oder sagt ihr, ja, ich habe eine bestehende Sammlung da, möchte sie auch im Moment nicht erweitern? Oder gibt es vielleicht sogar einige für euch, die ausschließlich nur einen Duft tragen und den schon über mehrere Jahre, ja vielleicht sogar Jahrzehnte? Das würde mich interessieren. Und natürlich, welcher Duft ist es und warum macht es gerade den Reiz, beziehungsweise warum macht es gerade dich nach diesem Duft so süchtig? Ich bin über eure Kommentare und Beiträge gespannt. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und freue mich, euch das nächste Mal wieder hier auf meiner Playlist bzw. meinem kompletten Profil begrüßen zu dürfen. Also, bis dahin, beste Grüße, euer TK.